Was geht, Leute? Heute werden wir zum Alpha gehen und bestimmt mega nices Zeug erleben. Let's go! Ich bin wirklich gespannt, was heute so passieren wird. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Das wäre mega cool. Und das Alpha, mein Bro. Was geht, Mann? Wie geht's, Ente? Was geht's? Mir geht's gut und die Alpha? Mir auch, Bro. Guck mal, ich muss dir meine ganzen Ersparnisse zeigen. Hä, deine Ersparnisse? Was meinst du denn? Guck mal in die Kiste, Ente. Oha! Wie viele Diamantblöcke sind das, Alpha? Woher hast du die denn? Also, du weißt, ich habe vieles verkauft, viel gearbeitet, ein bisschen gewonnen und so. Oha, du bist ja mega rich. Alpha, magst du mir davon was abgeben und deswegen zeigst du mir das? Hör sie raus, sie sofort, du kriegst gar nichts. Hä, wieso zeigst du mir denn das? Was willst du denn damit machen mit so viel Geld, Alpha? Ach so, ich bring das eh gleich weg, dann kannst du es eh nicht klauen. Ich bring das gleich alles zur Bank. Nein, in die Bank kann ich ja gar nicht einbrechen. Das ist ja super gesichert. Ich weiß, deswegen, Ente, mache ich mich jetzt auf den Weg und um die erste Kiste mit. Oh, Leute. Okay, einfach dann geh ich. Ciao. Also, du willst heute nichts machen, oder wie? Ich geh zur Bank, Ente. Ich hab die ersten Diamanten bereit. Okay, Alpha. Warte mal ganz kurz. Leute, Alpha hat da mega viele Diamantblöcke. So viel, wie der gar nicht in Minecraft in einem Jahr ausgeben kann. Und der möchte mir nichts davon abgeben. Leute, damit habe ich schon gerechnet, weil ich gehört hatte, dass Alpha jede Menge Geld angespart hat. Und deswegen habe ich mir eine Kiste hier gesichert mit Utensilien, wie ich ihm das Geld aus der Tasche knöpfen werde. Aber nicht so offensichtlich, dass er gleich merkt, dass ich das bin. Sondern wir machen das heute ein bisschen verdeckt und ganz gemein. Und zwar jedes Mal, wenn er versucht, Geld auf die Bank zu schaffen, dann werden wir den einfach das Geld abknöpfen. Let's go, mit was fangen wir an? Als erstes werden wir uns als Arbeiter ausgeben. Let's go, ich brauche dafür erstmal einen anderen Minecraft-Skin. So, Leute, jetzt sehe ich aus wie ein richtiger Bauarbeiter oder eine Bauarbeiterin. Und ich tue jetzt so, als würde ich so eine Line legen, also praktisch hier so eine Pipeline von Alphas Haus zur Bank, sodass er die Diamanten einfach draufschmeißen muss und die automatisch zur Bank gebracht werden. Aber diese Pipeline läuft nicht zu Alpha, sondern fett in meine Tasche. Let's go! Ich muss ihm noch kurz einen Brief schreiben, warte mal. So, warte mal. Bauarbeiter wird eine Transportstrecke zur Bank bauen, da sie so viele Dias haben und die sehr schwer sind. Ihre Bank. So, Leute, das werde ich mir jetzt einfach geben. Wahrscheinlich wird ihr mir das abkaufen. Let's go. Ab zu ihm nach Hause. Wo ist Alpha? Warte, ich muss da den Brief droppen. So, let's go, bevor das Geld zur Bank bringt. Und der muss das durchlesen. Hallo, lest meine Nachricht. Hä? Was ist die denn? Ich habe einen Brief bekommen. Was ist das denn? Warte, was steht da? Bauarbeiter wird eine Transportstrecke zur Bank bauen, da sie so viele Dias haben und sehr schwer sind. Ihre Bank. Hä? Sie wollen meine ganzen Diamanten zu der Bank bringen? Ja, ja, genau. Das will, ich muss meine Stimme verstellen. Ja, ich möchte ihre Diamanten zur Bank bringen. Boah, das ist ja richtig nett. Damit oder was? Mit dem Item? Oh, Entschuldigung. Du hast mich einfach. Ich muss meine Stimme ganz kurz machen. Oha, das funktioniert ja wirklich. Dann werden die so rübergebracht. Wie nice ist das denn? Okay, soll ich dann einfach alle Blöcke hier hindroppen oder was? Ja, wir gehen dann direkt zur Bank. Okay. Dann glaube ich ihn. Dann muss ich aber doch nicht unterschreiben und alles. Ich unterschreibe mal lieber. Die Unterschrift. Ja, unterschreiben Sie. Unterschreiben Sie. Alpha Stein. Bitte den Brief unterschreiben. Ich muss bauen hier. Das dauert ganz kurz, hier das zu bauen. Hier ist meine Unterschrift. Bitte schön. Ich teste es mal. Funktioniert. Vielen Dank. Ja, guck mal, der geht schon los. Ich bin ein guter Bauarbeiter und ich baue das richtig gut. Dann lasse ich jetzt alle meine Stacks hier. Let's go. Ich drop die alle. So. Sehr gut. Direkt alle. Das sind alle, die ich gerade habe. Und aber bitte passen Sie auf, okay, das sind richtig viele. Mhm. Ja, ich passe auf. So, ich muss noch mal gucken. Ja, es geht zum richtigen Weg. Okay, alles gut. Ich vertraue Ihnen. Und dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss. Und Leute, ja, es funktioniert tatsächlich. Das Geld kommt an. Warte mal, ich will es hier noch kurz ein bisschen weiterführen. Wie cool ist das denn hier? Ich baue tatsächlich einfach wie so eine Zugstrecke für die Diamanten. Und die werden weitergeführt. So, ich muss sie weiterführen, damit es ihm nicht auffällt, dass das Geld eigentlich nicht in die Tasche der Bank wandert,
sondern in meine Tasse. Und jetzt habe ich hier ein bisschen was fehlkonstruiert. Okay, ich bin doch wohl nicht der beste Ingenieur. Und es muss dann wieder rauskommen. So, warte mal. Wir bauen das ganz kurz mal um, damit der Scam real wirkt. Weil er muss denken, dass die Pipeline nämlich zur Bank führt und nicht in meine Hosentasche. Das wäre ganz schlecht. Weil er wird sicher noch bei Kontrolle laufen und schauen, ob ich wirklich das Ding weiterbaue. Mal sehen, kommt der? Warte mal, ich schau mal kurz in seinen Garten rein. Und ich habe ihn gerade kurz da vorne gesehen. Ich glaube, der kommt gleich für die Kontrolle, um nachzuschauen, ob hier alles konform läuft. Aber natürlich, ich als zuverlässiger Bauarbeiter mache natürlich meinen Auftrag immer gut. So, ich habe den nächsten Stack auch schon bereit. Soll ich den auch schon hier bringen? Warte, ich will das noch mal kontrollieren. Hallo? Hä? Was ist hier mit den Diablen? Warum liegen die da einfach rum? Hallo, ja, bist du? Ich baue hier gerade weiter. Ich habe eine Komplikation bei dem Bau von der Pipeline. Ja. Die müssen sicher zur Bahn gebracht werden. Ey, sind meine ganzen Diamanten los. Ja. Ich mach schon. Sie können sich auf mich verlassen. Sie dürfen sie nicht verlieren. Oh, ja, ich werde sie nicht verlieren. Die nächsten Diamanten gebe ich Ihnen lieber erstmal nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier funktioniert. Okay, dann können Sie machen, wie Sie wollen. Leute, ich muss meine Stimme nicht mal hinter verstellen. Ich lasse es jetzt einfach. Ich bringe die zurück. Aber die Pipeline ist viel zu cool. Aber das ist so auffällig, weil ich muss die ganze Zeit meine Stimme verstellen. Und das wirkt so unglaubwürdig. Irgendwann fällt es dem einfach auf. So, ich packe mal die Diamantstecks mal rein. Und oha, was wir erbeutet haben. Wie viel Reichtum wir schon haben. Let's go. Weiter geht's, ey. Wir brauchen bald viel mehr Kisten. Aber jetzt wird's schon gemeiner. Denn wir haben hier Pocket Sand. Und wenn wir den einfach in die Augen machen, dann wird er ganz kurz blind. Und der wird bestimmt Diamanten fallen lassen. Und die ziehen wir ihn dann einfach ab. Das wird mega krass. Zwar sehr gemein, aber ich muss irgendwie an meine Diamanten kommen. Let's go. Und er darf nicht sehen, dass ich das bin, der die Diamanten abknöpfen will. So, da drin steht der. Ich glaube, er zählt gerade sein Geld, was er mitnehmen möchte, zur Bank und was er da hinbringen will. Wenn er rausgeht, dann werde ich ihm das in die Augen machen. Oh, er kommt gleich. Ich sehe mit der 5 gerade an der Tür. Komm, lauf raus, dann erwische ich dich. Ich muss auf ihn warten, Leute. Oder wenn er sich umdreht, dann genau. Weil dann sieht er mich nämlich nicht. Und er baut dann noch Kisten ab und schichtet seine Dias um. Ich warte auf ihn wie ein Raubtier. Hä? Aber warte mal. Wo ist dieser ganze Weg hin, wo meine Dias lang gegangen sind? Das darf doch nicht wahr sein. So, und jetzt ist meine Chance, Leute. Jetzt, was ist hier passiert? Komm, ich mit meinem Quicksand. Komm her. Oh, das ist Diamanten voll. Ja. Ich hab mega Panik. Okay. Warum? Ja, das ist voll. Ich kann nichts dagegen machen. Nein, ich seh dein Skin. Ich seh dich. Du warst das. Wo sind meine ganzen Dias? Ja, oh nein, er boxt mich. Ich glaube, er weiß doch nicht, dass ich Ente bin. So. Und er hat doch mehr verlassen. Jetzt hast du mir die weggenommen. Jetzt nein. Weg. Ich muss weglaufen. Oh, das ist gerade mega Panik, Leute. Und wir haben gerade mega viele Diamanten einfach so abgeknöpft. Das hat funktioniert. Sehr schön. Und der hat uns nicht erkannt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der so viel sehen konnte. Ich denke mal aber eher nicht, dass er uns gesehen hat. So, und ich brauche schon mehr Kisten, um seine Diamanten zu lagern. So gut hat unsere Masche in Minecraft schon geklappt, dass wir so viel Kohle von ihm haben. Aber er wird in Zukunft jetzt bestimmt vorsichtiger, wenn er vor die Haustür geht mit dem Geld. Deshalb werde ich jetzt eine Schippe draufsetzen und wir werden jetzt eine Falle bauen, um ihn in diese Falle anschließend zu locken. Nämlich eine Spike-Falle. So, die stehe ich vor seiner Haustür auf. Die ist mega gemein und die wird ihn besiegen. Also das wird schon ein bisschen pieksen, aber das ist ja nicht schlimm in Minecraft. Der respawnt ja dann einfach. So, erstmal muss ich ein Loch graben hier, ganz wichtig. Und an die Stelle, wo er es nicht erwartet, weil hier endet der Kies. Und dann fängt nämlich Sand, dann ist es eigentlich ziemlich auffällig. Aber, keine Ahnung, vielleicht beachtet er es ja gar nicht und denkt, dass wir eine Strandparty machen oder so. Jedoch ist es keine. Und auch wichtig ist, dass ich dann hier runter muss und seinen Loot schnell einsammeln muss, bevor er wieder neu gespawnt ist und den einsammeln kann. So, erstmal muss ich die Boden hier mit Redstone-Blöcken verkleiden, sodass die Falle dann auch funktioniert, weil die von Redstone angetrieben wird. Und auf die Redstone-Blöcke
kommen dann die Spikes drauf. Und die sind auch noch giftig. Also die sind mega effektiv. Die machen sehr, sehr viel Schaden. Auf die möchte man nicht drauf treten. Das piekst ordentlich. Und ihr seht ja auch, alles geht kaputt hier. So, Leute, und jetzt stehe ich hier und warte, dass er in die Falle tretet. Aber Alpha ist da vorne und der hat sich Diamantrüstung besorgt. Das heißt, der weiß schon, dass der während seines Diamanttransportes eventuell Ärger bekommt und jemand ihm seine Diamanten abknöpfen will. Mal sehen, ob der reinläuft in die Falle. Let's go! So, weiter geht's. Die nächsten Diamanten rüberbringen. Die Falle sicher. So. Hä? Oha, die Straße wurde hier neu gemacht. Wie cool. Jetzt sieht ja aus wie am Strand mit dem Sand. Ja! Ah, nein! Er ist reingesprungen, Leute. Tatsächlich. Da liegt der Loot. Schnell, ich muss da runter. Aber ich muss nicht beeilen, bevor er wiederkommt. Und mit den Loot schnell Krallen aus Spikes abbauen, damit ich keinen Schaden bekomme. Und hier das abbauen. Nice, Mann. Oh, das sind mehr Dias, als ich mitnehmen kann. Let's go. Ein paar Sachen muss ich da lassen für Diamant-Loot. Aber das ist es wert. Und jetzt schnell raus hier. Oh, Alpha, komm. Ich verschwinde hier durch den Tunnel, damit weiß er nicht, dass ich das mache. Boah, kurz bevor er mich gesehen hat. Nein. Was liegen hier noch für Items? Das sind noch welche. Warte mal. Das sind die vom Arbeiter. Das war doch... Ich weiß, wer das war. Oh nein, Leute. Er hat Verdacht geschöpft, wer das war. Das heißt, er hat nämlich Beweise gefunden, dass es alles derselbe war, der einen Diamant geklaut hat. Gar nicht gut. Bald wird auch schon der Verdacht auf mich fallen. Ich muss mich beeilen, ihm alle Diamanten abzuziehen. Aber wir haben ja noch ein paar Ideen, wie wir das machen. Und zwar habe ich jetzt das hier. Wenn man das wirft und da reinschaut, dann... Okay, ich habe reingeguckt, das war schlecht. Aber Alpha wird so verwirrt sein davon. Und das machen wir gleich, weil wir gehen jetzt zu ihm hin und werfen ihn dann in sein Haus rein und nehmen vielleicht was aus so einer Kiste raus, davon ist er. Und let's go, Blendgranate. Batz. Was sieht hier schon wieder? Ja, er sieht nichts mehr. Ey, meine Blöcke verschwinden aus meinem Inventar. Er ist geblendet. Abziehen, schnell und weg hier, Leute. Verschwindet, ey. Er darf mich nicht sehen. Ich muss die Sicht verbergen. Nicht in meine eigene Falle treten, vor allem. Nice, Mann. Neue Diamanten erbeutet. Jetzt muss ich auch nochmal undercover gehen. Und zwar, kennt ihr dieses Tier in Minecraft? Es ist dafür bekannt, dass es schwere Last transportieren kann. Und zwar ist es der Esel. Ich werde mich einfach als Esel vor Alphas Haus stellen und der wird mir Diamanten zum Transport geben für die Bank und ich werde einfach weglaufen. Let's go! So, jetzt sehe ich aus wie ein Esel und ich habe sogar Kisten drauf. Ich werde jetzt vor Alphas Haus laufen und er wird wahrscheinlich denken, oha, wie toll ist das denn, dass hier ein Esel rumrennt, den ich dazu benutzen kann, um meine Diamanten zur Bank zu bringen. Let's go, Leute! Wir gehen jetzt vor Alphas Haus und werden ihn so fett scammen. Der denkt wahrscheinlich, der ist bestellt worden von der Bank oder so. Oha, da ist ja ein Esel. Hä? Und der hat Kiste dabei. Ah, das ist bestimmt für die Banklieferung. Genau. Die sind wir doch mal sicher rübergebracht, oder? Ja, ja, ja. Ich finde mir den Kopf. Ja. Ich vertraue dir, Esel. Wehe, du machst irgendwas Falsches damit. Einem Esel kann man doch vertrauen, Leute. So, hier, bitteschön. Bring dir aber alle sicher zur Bank. Warte, ich muss dir noch meine Unterschrift geben. Moment, ich gehe kurz ins Haus. Oh, gib dir die Unterschrift. Okay, Leute, jetzt weg mit mir. Ich muss weggaloppieren. Auf geht's. Schnell mit der Eselpower weg hier rennen. Let's go. Und wieder zu unserem Diamantendepot. Ja, Mann, wir haben uns richtig gegönnt als Esel. Es hat tatsächlich geklappt. Ich war jetzt wohl kein Goldesel für Alpha, sondern ein diamantraubender Esel. Aber Zeit, um sich zurückverwandeln. Wir haben noch zwei Schritte, die wir heute machen. Nice. Und jetzt werden wir noch etwas machen. So, und zwar habe ich hier Rauchgranaten. Wir werden alles in dichten Nebel hüllen und einfach dann eins überziehen, damit der was fallen lässt. So, let's go. Der Diamantrüstung, deswegen ist er auch sehr stark. Wir warten aber auf ihn. Davon ist er. Und jetzt werfen die Smoke Grenades. So, dann sieht er gar nichts mehr. Und ich sehe auch nichts mehr. Und ich brate ihm eins über. Komm her einfach. Oh, ich sehe nichts. Wo bist du? Warte, ich habe mich irgendwo gesehen. Den Laserknarre. Da, ich sehe dich. Komm her, Mann. Oh, ich muss aber mich getroffen, so. Lass meine Kiste in Ruhe. Au, wo hat mich getroffen? Ich muss weg hier, Leute. Okay, ich glaube, das ging nicht gut aus. Er ist viel zu krass mittlerweile. Aber da habe ich was als Konter dabei. Weil das jetzt mittlerweile zu schwach ist, werde ich wohl auch zu etwas Stärkerem greifen müssen. Und zwar mein letzter Weg, nämlich das hier. Mit dieser Sniper werde ich ihn besiegen. Ins Visier nehmen und seine restlichen Diamanten klauen. Davon ist er. So, Zielperson ist anvisiert. Ich und bin bereit. Batz. Ah, was war das?
sag Dragonlift weg! Komm her, ich muss dich fertig treffen, ja? Warum zieht mir das so viele Herzen? Ey, ich habe nur 3 Herzen, komm her! Ja! Oh, nein. Er hat mich gesehen, er weiß, dass ich Ente bin! Jetzt muss es schnell gehen! So, komm her! Sein Loot und seine Diamant, ich kann gar nicht alles mitnehmen! Oh nein, oh nein, oh nein, ich muss Pass auch da lassen, die schlecht sind, so. Oh nein, 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 mit dir. Ich wusste, dass du das bist. Sag, nein, ich hab dich fast in die Falle geschubst. Komm her, komm doch einfach. Ah, ich bin in die Falle gefallen. Ja, ich Mann. Wieder. Und schnell weg damit, ich muss den Dias wegbringen. Sicherheit, Leute. Nein. Lass den Like da, lass den Abo da, wenn es euch gefallen hat. Zapp einfach vorbei. Links in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und ciao. Yeah.